Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect. Wir befinden uns immer noch in dieser brennenden Raffinerie. Warum sie brennt, da ist Said schuld. Und in der letzten Folge haben wir die Arbeiter gerettet und sozusagen auf Saids Loyalität gepfiffen. Und jetzt verfolgen wir Video Santiago, glaube ich, heißt der. Hinter dem Said eigentlich auch her war. Mal sehen, ob wir den noch kriegen oder nicht. Hier haben wir was zum Bergen. Das ist auch gut so. Moment. Geht's da nirgends weiter? Hab ich da irgendwas übersehen? Oh, okay. Ich dachte, wir hätten da reingemusst. Ah, wir hatten, glaube ich, mehrere Türen, wo wir reingehen können. Oder wir haben mehrere Türen. Ich verstehe. Na, dann schauen wir doch auch die anderen Räume mal an. Das, wie es aussieht, lohnt sich das ziemlich. Schon wieder 6000 Credits bekommen. Na, das lässt sich echt sehen. Genau, und wir wollten ja... Ach, das habe ich ganz vergessen. Wir wollten uns den Raum ja noch fertig anschauen. In der letzten Folge haben wir ja gar keine Zeit dazu gehabt, weil wir nur in Kämpfen drin waren. Dann gehen wir da runter. Da ist auch noch was. Laut Dings müssten wir auch da lang gehen, aber ich bin nicht sicher, aber jetzt... Ja, das sehen wir dann. Hier geht es jedenfalls definitiv gar nicht weiter. Und wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir jetzt noch zwei Ausgänge. Einmal der hier. Und einmal der hier. Und ich schätze, wir müssen durch den hier durchgehen. Deswegen gehen wir erstmal hier rein. Hier gibt es auch nichts mehr. Ach, das war der Treibstoffkanister. Okay. Ich habe mich gerade gefragt, was das ist. Und was war das gerade eben für ein Geräusch? Naja, egal. Jedenfalls waren es keine Feinde, wie es aussieht. Oh, ich schätze, das war er wohl. Diesmal nicht, Said. Sie Hurensohn. Wir sehen uns in 20 Jahren. War das der Pilot? Ja, sieht so aus. Sie haben mich gerade 20 Jahre meines Lebens gekostet. Naja. Bastard! Ah! Said, alles in Ordnung? Was kümmert Sie das? Mir geht's gut. Und jetzt los, bringen Sie mich aus diesem Drecksloch raus. Ich weiß nicht, ob ich einen Mann wie Sie auf meinem Schiff brauche. Wenn Sie mich nicht brauchen, hätte Cerberus mich nicht bezahlt. Ich tue, wofür man mich bezahlt hat. Nicht mehr, nicht weniger. Jetzt lassen Sie die Spielchen und verschwinden wir hier. Naja, es war seine eigene Schuld. Er hätte das Ding nicht in die Luft jagen sollen. Ihnen sind Ihre eigenen Ziele wichtiger als die Mission. So läuft das nicht. Ich habe all die Zeit überlebt, indem ich mich um mich selbst gekümmert habe. Keine Zeit, mich um andere Leute zu sorgen. Sie sind jetzt Teil eines Teams, Said. Wenn wir nicht alle an einem Strang ziehen, haben wir keine Chance. Vielleicht haben Sie recht. Ich bin noch nicht fertig mit Vido. Aber ich kann es lang genug vergessen, um Ihre Mission abzuschließen. Verschwinden wir hier.
Und wer weiß, vielleicht begegnet man ihn ja wieder. Vielleicht aber auch erst in 20 Jahren. Wer weiß das schon so genau? So, Erfahrung erhalten, Gruppenpunkte erhalten. Die Raffinerie von Eldfeld Ashland auf Zoya wurde befreit, aber der Wiederaufbau wird das Unternehmen Millionen kosten. Das hätte ja nicht sein müssen. Zaid hat trotz Vido Santiagos Flucht Shepards Befehlsgewalt akzeptiert und scheint sich ganz auf die Mission zu konzentrieren. Und wir haben die Kraft von Zaid freigeschaltet, die Sprenggranate und ein neues Outfit. Außerdem haben wir die neue schwere Waffe, die Munition. Ja, und Credits. 60.000, das kann sich sehen lassen, denke ich. So, Ladebalken, geh weg. Na also, geh doch. Forschung freigeschaltet. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Gar nichts. Ja, sie hat total recht. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Es ist immer gut, nett, mit Ihnen zu plaudern. Wenn ich mich recht erinnere, müssten wir jetzt, ja genau, 5 Punkte haben. Das heißt, wir können die Biotikmeisterschaft, den Rang erwerben. Und das ist doch mal sehr, sehr gut. So, und jetzt müssen wir uns entscheiden, was nehmen wir? Bastion? All ihre Kräfte All ihre Kräfte halten länger und brauchen weniger Aufladezeit. Vorbild und abtrünnigen Punkte erhöhen sich. Gesundheit plus 20%, Auflade von Kräften minus 20%, Vorbild und Abtrünniger plus 100% und Dauer der Kräfte 15%. Außerdem hätten wir noch Nemesis. Ihre biotischen Kräfte verursachen mehr Schaden und benötigen weniger Aufladezeit. Gesundheit 15%, Aufladezeit von Kräften minus 20%, Vorbild und Abtrünniger plus 70% und Schaden der Kräfte 15%. Damit würden wir mehr Schaden machen. Mit Bastion würden wir aber mehr Vorbild und Abtrünniger bekommen und unsere Gesundheit würde steigern. Aufladezeit von Kräften ist bei beiden minus 20%. Ich glaube, ich nehme Bastion. So. Das sieht doch schon richtig, richtig gut aus. Jetzt haben wir noch einen Punkt übrig. Hatten wir nicht noch einen Punkt auf Schockwelle? Nee, das war Schmettern. Ist Schockwelle jetzt gerade dazugekommen? Sie verursachen eine Reihe von Masseneffektfeldern auf einem sehr engen Korridor direkt vor ihnen. Die Ziele kraftvoll zur Seite werfen. Das hört sich doch eigentlich gar nicht mal schlecht an. Und werfen Schleuderziele durch Masseneffektfelder fort. Wenn sie auf Objekte aufschlagen, nehmen sie Schaden. Eigentlich genau selber. Ich würde sagen, wir machen mal Schockwelle drauf. Oder Moment. Aufladezeit 6 Sekunden. Das wären nur 3 Sekunden. Das wären auch nur 300 Newton. Und das wären 500 Newton. Das dürfte mehr Schaden machen. Anzahl der Schockwelle. Das ist direkt vor einem. Und das sind Ziele. Okay, ich verstehe. Das sind Ziele, die einen direkt vor eins sind, von 1,50 Meter. Und werfen, das geht auf ein Ziel. Das heißt, dann würde ich es eher sagen, ich gehe auf werfen mal. Das macht in meinen Augen mehr Sinn. So.
Dann wollen wir mal hier schauen. Forschungsterminal. Da geht immer noch nichts. Da fehlt uns einfach noch was. Ich habe keine Ahnung, wo wir das bekommen. Ich hoffe, das findet man noch, dass wir das nicht übersehen haben. Es wäre blöd, wenn wir sowas übersehen haben. Munition für schwere Waffen, 3 von 5. Das holen wir uns auf jeden Fall. Iridium haben wir ja mehr als genug. Forschung freigeschaltet. Und die Munition, okay. Was ist das jetzt? Hat Waffen mit großer Sprengkraft sind durch die Effektivität und Effizienz der Waffentechnologie und Masseneffektbasis nahezu überflüssig geworden. Extrem großer Schaden. Ach, das ist eine neue schwere Waffe, die müssen wir nur erforschen. Nehmen wir mal. So. Neue schwere Waffe erforscht. Und sie wurde der Waffenkammer hinzugefügt. Hat Mordin was Neues? Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit. Komme kaum zum Arbeiten zwischen Ihren Unterbrechungen und Edis Beharren darauf, dass wahnwitzige Experimente die ganze Crew gefährden. Konzentration schwer möglich. Moral leidet. Noch etwas? Nein. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Gut. Dann Jacob. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Es geht mir eigentlich mehr so darum. Schnell. Okay, das hat man auch nichts Neues. Commander. Okay. Kann durchaus sein, dass die Leute im Moment auch noch nichts Neues zum Reden haben. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Aber wir schauen trotzdem mal bei den ganzen Leuten vorbei. Schaden tut das ja nicht. Da sind sie ja. Sie sind da unten wirklich einer Kugel ausgewichen. Es war mutig, Said entgegenzutreten, aber ich bin froh, dass sie es getan haben. Oh, danke schön. Die Normandy ist so ruhig. Ich bin es nicht gewohnt, beim Gehen meine Schritte zu hören. Eines der Mädchen von der Navigation glaubt, sie könnte schwanger sein. Sogar an Bord eines Cerberus-Schiffes findet das Leben einen Weg. Kommen Sie später wieder, dann habe ich bestimmt mehr Gesprächsstoff. Okay. Was man so alles über seine Crew erfährt, wenn man mit den Leuten spricht. Jetzt kommt als nächstes Miranda mal dran. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später zurück vielleicht. An die Arbeit. Natürlich, Commander. Gut. Dann schauen wir zu Garrus noch vorbei. Ich habe schon lange nicht mehr so gut gegessen. Ich hätte nicht gedacht, dass Rupert es wirklich kann. Ja, es kommt halt auch auf die Zutaten drauf an. Ja. Shepard, haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mit mir. Wir reden später, ich bin hier. So, gut. Dann haben wir, glaube ich, nur noch Said. Aber der ist auf einem anderen Deck. Gut, Mannschaftsdeck. Und danach schauen wir mal, wo wir hingehen. Hoppala. So. Verdammt, Shepard, ich habe gerade in Nostalgie geschwelgt. Eine Wahnsinnsmission da unten auf Zoria. Ich fasse es nicht, dass Vido entkommen ist. 20 Jahre habe ich ihn verfolgt und jetzt war alles umsonst. Aber ich muss es vergessen. Wir haben wichtigere Dinge zu tun. Das ist wohl wahr. Wir haben mal versucht, eine Geschützstellung bei einer Basis auf Vatar zu räumen. Egal, was wir versucht haben, keine Chance. Irgendjemand hatte die tolle Idee, ein Mädchen zu entführen, ihr Granaten umzuschnallen und sie den Typen in dem Bunker verführen zu lassen. Schrecklich, wirklich. Naja, sie geht also hin, klopft an die Tür und... nichts. Die Granaten sind nicht hochgegangen. Aber der Typ hat aufgehört zu schießen und wir haben uns vorbeigeschlichen. Haben nie erfahren, was passiert ist. Okay. Ich sollte sie gehen lassen. Wir unterhalten uns später weiter, Shepard. Ja, das machen wir doch. So, dann wollen wir doch wieder hochgehen. Und danach schauen wir mal ins Tagebuch, was wir so alles haben.
Also, das ist ja die allgemeine Dings. Wir müssen den Warlord noch rausholen und die Gefangene befreien. Das sind unsere nächsten großen Aufgaben. Außerdem hätten wir noch Absturzstelle der Normandy, die würde ich später gerne machen. Projekt Feuergänger. Rosalie verschollen. Und Overlord. Ich glaube, Projekt Feuergänger war auch noch in diesem System hier. Das Projekt Feuergänger von Cerberus berichtet, dass ein Forschungsschiff in der Nähe des Planeten Seona verschwunden ist. Das Schiff hatte Wissenschaftler und den Prototyp eines Fahrzeugs zur Planetenerkundung an Bord. Cerberus möchte, dass das Fahrzeug wieder beschafft wird und alle Hinweise auf den Verbleib der Wissenschaftler gemeldet wird. So, das Wrack untersuchen. Und ich würde sagen, diese Nebenmission... Keine Nachrichten für Sie, Commander. Ja, hätte mich jetzt auch gewundert. Diese Nebenmission machen wir doch als nächstes. So, das System haben wir auch gemacht. Ja, da haben wir Feuergänger. Im nächsten System hier. Und das System müssen wir auch noch erforschen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Wo müssen wir denn hin? Da auf den innersten Planeten. Okay, aber ich würde sagen, dann erforsche ich erstmal die anderen Planeten. Wie gehabt. Ja, bis gleich. So, das Lister-System hier ist vollkommen alles abgebaut. Also alle Planeten habe ich jetzt abgesucht. Und alle abgebaut. Wir haben auch schon relativ viel Anomalie geortet. Ressourcen bekommen dadurch. Sieht man ja jetzt hier auch. Okay, Element Zero habe ich jetzt bisher noch gar keins gefunden. Iridium haben wir relativ viel, Palladium haben wir viel. Und Platin sind wir auch relativ wieder hochgegangen. So, aber auf diesem Planeten gibt es eine Anomalie, das Schiffswrack. Und das müsste das ja sein. Dann wollen wir da mal eine Sonde hinstarten. Die Scanner haben etwas gefunden. So. Scans haben das Erkundungsfahrzeug Hammer sowie aktive Datenspeicher geortet, die möglicherweise Informationen über den Verbleib von Dr. Case und Dr. Olloy enthalten. Dann hätte ich gesagt, landen wir doch mal. Ach, genau. Said ist ja jetzt auch loyal. Und wir können ihn ein Outfit wechseln. Ich glaube, das mache ich sogar mal. Das hier sieht ein bisschen besser aus, finde ich. Nichtsdestotrotz kommt er nicht mit in die Gruppe, sondern Garrus kommt rein und Kasumi kommt hinein. So, Kasumi hat jetzt keinen Punkt, was man auch ausgeben kann. Garrus hat aber noch 3 Punkte. Gesundheit, Waffenschaden, Schaden der Kräfte oder lieber hier auf Überlastung Rang 2. Ich glaube, ich mache den hier, den Torianischen Rebell Rang 3. So. Und als nächstes würde ich vielleicht auf Überlastung gehen oder so irgendwie auf 2 Punkte mal hoch. Ah, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. So. Können wir mal auswählen. Lokutus ist, glaube ich, ganz gut. Da können wir relativ viele auswählen. Das war der Flammenwerfer. Der Bogenprojektor. Ist ein Starkstromangriff. Was macht die Kane nochmal? Große Sprengkraft. Effektiv gegen Panzerung, Schilde und Barrieren. Ich glaube, dann nehmen wir doch mal die Kane mit. Und Garrus und Dings sollte eigentlich in Ordnung sein. Das sieht doch richtig gastlich aus, diese Welt hier. Und da haben wir es ja.
Projekt Feuergänger. Nach Daten suchen. Okay, das wollen wir doch auch gleich mal machen. Ja, wirklich sehr gastlich, diese Welt. Ich glaube nicht, dass das Schiff sicher ist. Wir sind schon viel zu oft auf Geth gestoßen. Ich bleibe mit Dr. Oloy in der nächsten Station. Dort sind wir bestimmt sicherer. Okay. Also nächste Station, wie es aussieht. Ah, ich häng. Na, da mal ein Frachtcomputer. Da hinten haben wir nichts mehr, okay. Hoppala. Alles klar. Ich wollte eigentlich nur die Waffe wieder wegstecken. Da kann ich hinten nur her wechseln. Ich glaube, Havas. So, dann versuchen wir doch mal. Hoppala. Das wollte ich natürlich nicht machen. Der hier und der hier. Sehr schön. Und das ist wohl dieses neue Fahrzeug, von dem die ganze Zeit gesprochen worden ist. Primärsysteme online. Willkommen im Infanteriekampffahrzeug M44 Hammer. Hier spricht Ihre Bord-VI. Bringen, aber das geht irgendwie nicht richtig. Missionsziele geortet. Drücken Sie rechte Maustaste. Aber irgendwie passiert hier nichts. Das ist ja mal seltsam. Ich kann ja die rechte Maustaste drücken, aber irgendwie passiert überhaupt gar nichts. Stimmt hier was mit der Steuerung nicht oder hat gerade das Spiel ein Problem? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ach nee, das ist das Ding da oben. Das ist gar nicht... Ah, okay, ich verstehe. Ich dachte, das wäre hier das Symbol, dass wir hier bleiben müssen. Aber das ist nur das Ding hier oben, wie es aussieht. Aber das Springen funktioniert trotzdem nicht. Und hier müssten wir definitiv mal springen. Jetzt ist es auf einmal hier unten. Nee, das muss das jetzt schon sein. Also irgendwas stimmt mit der Steuerung gerade nicht. Ah, Moment. Oh, sehr, sehr seltsam. Also ein Boost geht auf jeden Fall mal. Aber ich würde sagen, bevor wir hier noch ewig lang rummachen, würde ich hier Schluss machen. Und mal schauen, auch in der Konfiguration, ob sich irgendwas mit der Tastatur geändert hat, ob da was anders ist. Oder was los ist.
Oder ich versuche mal das Spiel neu zu starten und vielleicht geht's dann, dass da irgendwie gerade ein kleiner Bug vorhanden ist oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, beenden wir mal dann das Spiel. Dann sage ich mal, danke fürs Anschauen und bis zur nächsten Folge, in dem es hoffentlich dann gehen wird. Okay, also dann, macht's gut. Tschüss.